Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video habe ich mal wieder ein paar News für euch am Start. Es geht heute um die nächste Skin Rotation, welche die erste in Season 13 sein wird, und um vier komplett neue Recolor. Wir beginnen erst einmal mit den nächsten Skins und hier beginnen wir bei dem, was wir schon wussten, und zwar beim Newcastle Launch Bundle. Das Launch Bundle beinhaltet diesen Skin für Newcastle, einen wahrscheinlich legendären Rampage Skin, einen Talisman und die Freischaltung von Newcastle. Ohne dass man Newcastle schon freigeschaltet hat, kostet das Bundle wahrscheinlich 3000 Apex Coins und wenn man ihn freigeschaltet hat, wahrscheinlich knapp über 2000 Apex Coins. Als nächstes bekommen wir einen epischen Octane Skin aus Season 9. Für einen epischen Skin sieht er ganz gut aus, aber er ist an sich halt nichts allzu Besonderes. Außerdem bekommen wir zwei Starter Packs, einmal für Ashe und einmal für Maggie. Die Bundles werden dann je einen Standard legendären Skin und sowas wie Emotes beinhalten, also nichts allzu Besonderes, weswegen die Bundles nicht viel mehr wie 2000 Apex Coins kosten dürften. Das letzte Bundle nennt sich Sen Yun Bundle, jedoch gibt es hier überhaupt keinen passenden Skin dazu. Eventuell bekommen wir einen komplett neuen Skin, der eine große Überraschung darstellt, aber bekannt ist das auf jeden Fall nicht. Das waren soweit auch wieder alle Skins der nächsten Woche. Nun schauen wir uns ein paar komplett neue Recolor an, welche alle innerhalb der nächsten Season kommen werden. Wann diese Skins alle genau kommen werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Als erstes haben wir hier Vike, welche ihren insgesamt dritten Recolor bekommt. Die Farben der Skins sehen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Als nächstes haben wir einen Recolor für Loba. Dieser Recolor trägt auch ziemlich besondere und finde ich außergewöhnliche Farben, was auch echt cool aussieht. Weiterhin haben wir noch einen Recolor für Rampart. Dieser Skin sieht auch besonders aus, da er regenbogenartige Farben trägt, was auch wieder sehr gut aussieht. Der letzte brandneue Recolor ist dieser Recolor hier für den Bogen. Auch dieser Skin trägt wieder sehr coole Farben und auch eine besondere Form, was auch wieder sehr, sehr gut aussieht. So, und das waren soweit auch wieder alle News für heute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne noch eine Bewertung auf das Video, Feedback in den Kommentaren oder falls ihr neu hier seid, sehr gerne auch ein kostenloses Abo da. Aber gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.